Die Machtverhältnisse zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern verschieben sich. Wenn wir uns zurückerinnern an die Schröderschen Hartz-IV-Reformen, da waren die Arbeitgeber ganz klar am Drücker, während das Ganze sich jetzt auch und vor allem durch Corona nochmal beschleunigt in die andere Richtung bewegt. Das ist ein Trend, der vorher schon da war, der sich aber jetzt verstärkt. Wir sind in einer alternden Gesellschaft. Die Arbeitenden werden weniger, die Senioren werden tendenziell mehr, die nicht mehr arbeiten. Dementsprechend ist das ein Prozess, der einen großen Trend ausmacht und der jetzt wahrscheinlich das erste Mal auch durch Corona praktisch wie ein Katalysator hat Corona gewirkt. Jetzt offensichtlich wird dazu gleich mehr. Wir hatten, wie gesagt, heute diese JOLTS Openings. Das sind Stellenangebote von US-Firmen. Und wir sehen, wir haben deutlich mehr offene Stellen, neu angebotene oder offene Stellen, als Arbeitslose in den USA. Heute über 10 Millionen Stellen, die gemeldet wurden. Offene Stellen. Das ist ein absoluter Rekord. Das gab es noch nie, dass so viele Stellen angeboten worden sind. Okay, ist vielleicht auch noch eine Folge Lockdown, Reopening, dass da eben jetzt viel Bedarf ist, nachdem die Wirtschaft wieder geöffnet hat. Aber es ist dennoch ein Trend, wie Sie hier sehen, jetzt in den letzten Monaten. Die Zahlen gehen deutlich nach oben und derzeit haben wir in den USA jetzt mehr als 1,3 Millionen mehr offene Stellen als offiziell Arbeitslose. Was wird das bedeuten? Das wird bedeuten, dass diejenigen, die Arbeit haben, Arbeit suchen, eben andere Lohnforderungen durchsetzen können, denn die Arbeitgeber suchen händeringend nach Arbeitskräften und das ist der Angebot und Nachfrage. Wenn die Nachfrage groß ist, der Arbeitgeber und das Angebot an Arbeitnehmern nicht so groß ist, dann steigt der Preis und genau das dürfte passieren. Wir sehen hier auch zum Beispiel bei kleineren Firmen, NFP, die nicht in der Lage sind, ihre offenen Stellen zu besetzen. Das ist immer noch ein sehr, sehr hoher Wert. Also wir sehen, es ist eher derzeit die Situation, die am US-Arbeitsmarkt und die USA sind dann wahrscheinlich ein Vorläufer. Das dürfte dann auch bei uns der Fall sein, vor allem durch Deglobalisierung. Wir haben in Corona gemerkt, dass wir viele Dinge selber herstellen müssen, die plötzlich aus Asien nicht mehr kamen. Wir waren gewohnt, dass die Dinge kommen. Plötzlich sehen wir, oh, das ist nicht selbstverständlich. Also müssen wir in Deutschland wieder mehr produzieren. Dafür brauchen wir Arbeitnehmer. Dafür brauchen wir Arbeitskräfte. Die werden nicht für die gleichen Löhne arbeiten wie asiatische Kollegen, sondern die fordern stattliche Löhne. Dementsprechend ist das eben auch inflationär, hat das Ganze Folgen für die Inflation. Und wie gesagt, der demografische Trend deutet ohnehin darauf hin, dass eben Arbeitskräfte eher gesucht werden, als dass es zu viele davon gibt in einer immer älter werdenden Gesellschaft. Und das gilt ja auch für die amerikanische Gesellschaft, wenngleich nicht ganz so krass wie in Europa. Und wir sehen in den USA zum Beispiel Supermarktjobs, Restaurantjobs. Da sehen wir, dass jetzt ca. 80% aller Menschen in den USA, die in diesen Sektoren arbeiten, bekommen mindestens $15 pro Stunde. 2014, also vor 7 Jahren, waren es nur 60%. Man sieht also, okay, wir haben natürlich auch eine gewisse Inflation inzwischen, aber man sieht auch im Niedriglohnsektor, da steigen eben die Bezahlungen und das wird auch eben sich dann niederschlagen neben diesen ganzen Lieferkettenproblemen, Materialmangelproblemen, die wir derzeit überall sehen. Bezahlungen steigen ganz, ganz deutlich. Wie gesagt, die USA dürften da ein Vorläufer sein, aber fragen Sie hier mal Gastronome, die hier praktisch ja unter dem Lockdown und dem Shutdown gelitten haben und jetzt sagen, da sind viele meiner ehemaligen Mitarbeiter, die Kellner waren, die haben gesagt, nee, in der Gastro, da habe ich keine Lust mehr, das ist mir zu unsicher, kommt der nächste Lockdown, dann bin ich schon wieder praktisch hier betroffen. Da suche ich mir eine Branche, die da weniger empfindlich ist. Dementsprechend sieht man viele Restaurants, die teilweise ihre Öffnungszeiten schon kürzen müssen, weil sie die Leute nicht finden, beziehungsweise wenn sie Leute finden, dann müssen sie die höher bezahlen. Und so entsteht eben eine Lohnpreisspirale, die sich hier durchaus aufspult.